Hi, wo finde ich den Sick? Danke. Moin! Moin Alex! Was geht? Alles cool bei dir? Ja, bei dir auch? Ja, gern. Hi. Was machen? Was machen? Sachen machen. Cool. Ich bereite gerade die Autokinoshow vor. Also die letzten Tage mache ich nichts anderes. Du weißt, nächste Woche Donnerstag, 21.05. bin ich im Autokino Hannover. Und ja, ich bereite das Programm vor. Jeder in jedem Büro hier passiert irgendwo auch ein Baustein gerade. Und ja. Wie lange bist du schon hier dabei heute? Seit heute Morgen um halb elf, habe ich angefangen und es wird bis eins gehen. Die letzten drei Tage sahen genauso aus. So, dass ich bis 1 Uhr nachts. Ja, bis in die Nacht. Erstmal wälzt man Ideen. Richtiger Workaholiker jetzt. Erstmal wälzt man, ja, auf jeden Fall. Ich habe nachzuholen, aufzuholen auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock, 21.05. Wer dabei sein will, Tickets gibt's bei eventim.de. Und vielleicht packt Alex den Link in seine Bio, ich weiß noch nicht, sehen wir nachher. Ja klar, kann ich machen. Sauber. Kannst du uns vielleicht so ein paar Sachen erzählen, was da so abgeht, ein bisschen Vorgeschmack geben? Also Vorgeschmack, ich will nicht zu viel verraten, aber es wird ein ganz neues Konzept. Die Show sieht ganz anders aus, weil die Bühne sieht ganz anders aus. Ich bin voll weit weg von den Leuten, die sehen mich nur auf einer Leinwand und so weiter und so fort. Das bedeutet, ja, wir brauchen ein neues Konzept, was über Leinwände funktioniert, aber ich will nicht zu viel verraten, aber es wird geil, es wird richtig, richtig geil. Also mit Filmsequenzchen, die überfließen in Lesesequenzen, aber immer auf Bildschirm und so. Und Leute, es wird richtig geil. Ich reiß mir gerade den Arsch auf mit meinem Team und wir haben richtig Bock. Wird auf jeden Fall nice. 21.05. Autokino, Hannover. Ah, Alex, ich muss dir was beichten. Weißt du, was mir passiert ist? Als ich von unserem Interview damals weggefahren bin, also nach Hause gegangen bin, ich habe ja den Pokal da von euch bekommen, ne? Diesen Oscar oder Oscar? Ja, Oscar. Ne? Oscar. Der ist original, habe ich den an der Haltestelle stehen lassen. Ja. Ich war abgelenkt kurz, habe Telefon gemacht, habe ihn weggestellt, so. Dann kam die Bahn und ich sofort losgerannt. Und zu Hause habe ich gedacht, irgendwas fehlt. Dann bin ich zwei, drei Tage gar nicht drauf gekommen, was fehlt. So, weißt du? Und irgendwann habe ich gedacht, oh nein, sick is healthy. Oder weiß ich nicht mehr ganz genau. Doch, sick is healthy, ne? Ja. Sick is gesund, ja, ne? Ja, genau. Ja, habe ich einfach irgendwo stehen lassen, nicht voll honk. Vielleicht meldet sich ja noch jemand bei dir. Vermutlich, nein. Okay. Ja, wollte ich mich noch entschuldigen für das. Ja, kann passieren. Irgendwie voll in Gedanken. Schade, ja. Weil du weißt, ich eigentlich, guck, ich habe noch lange nicht alles aufgehängt, auch noch nicht aussortiert. Die Wand hier wird eigentlich alles, was ich bekommen habe, oft, ne? Weil so, bis auf die beiden Rough Cut und Schornsteinpapier. So wird jetzt irgendwo der Oscar stehen jetzt, ne? Genau, der wird jetzt hier auch irgendwo, der wird da irgendwo positioniert. Gut, dann weiß ich ja nächstes Mal, was dir wieder fehlt, dann. Also Projekte irgendwie, die was mit Arbeit zu tun hatten oder was ich so von Fans geschenkt bekomme, das kommt ein. Oder Mama, das hat Mama gemalt. Das Aquarell. Mama? Ja. Von dir? Ja, meine Mutter malt Aquarelle. Oh, nicht schlecht, ey. Schon ewig. Cool. Ja, die verfolgen dich, wenn sie das Bild kennt. Mhm. Ja, ja, Mama weiß alles. Das hat sie schon vor zwei oder drei Jahren für mich gemalt. So, wollte mir eigentlich Poster von machen. Und diese Schuhe hast du dir noch, wo jemand für dich also auch diese Figur gemalt hat? Auf den Schuhen? Die Schuhe habe ich auch noch, ja. Trägst du die? Oder nee, die habe ich tatsächlich nur für die Bühne und da haben die schon gelitten. Die nutzen sich selber aus, ne? Ich hab 20 Abende habe ich die angehabt. Aha. Und schön, hier, schön ist was anderes dann, ne? Guck, so ein bisschen. Also geht noch cool. Fürs Regal, für die Vitrine ist noch gut. Ja. Aber leider schon ein paar... Ja, ich mache sie noch einmal vorsichtig sauber und dann kommen sie in die Vitrine. Wenn ich nicht glaub. Hier, guck, was ich alle so nette Sachen kriege halt, ne? So einen Affen gehäkelt, einen Affen. Kann ich das mal kurz filmen? Ja, natürlich. Das hast du auch von Fans bekommen? Ja, genau. Von wem? Ein Mädchen?
Ja, von dem Pärchen. Aha. So Alternative, glaube ich, waren das. Okay. Ziemlich geil. Hier für zweimal hintereinander ausverkauft. Alternative, was meinst du damit? So Ah heißen ja, die? sowieso mit Wollsachen an und so. Die waren so mit Rastas und Ah, so. Also okay. vermutlich Kiffer. So. Ja. Und die hat sich voll gefragt, guck mal, ja, wenn du ja auf Turkey gehst, kalter Entzug. Und bei mir Ja. ist das Affenschieben so. In Aha. Niedersachsen sagt man schiebt einen Affen. Ne? Ja. Hat sie mir einen Affen Alles mitgebracht. klar, Den kann ich jetzt weiß ich so warum. besser formulieren. Ja, Sag mal, schön. dieses Herz, Das Herz ist, Schokoladenherz. das ist Marzipan und Aha. zwar für ausverkauft in Nürnberg und in Regensburg. Das war ein Veranstalter und das war am 1. und am 2.2. Ach dieses Jahres. so, okay. Komplett beide Oh, das ausverkauft. ist ja ein Buch da hinten, ne? Das ist mein Buch, ja. Ah, heftig. Wer hat das ausgeschnitten? Das hat die liebe Heike von einer Elternselbsthilfe. Ja, die haben ihren Sohn verloren und die haben Nachen an mir gefressen, die mögen mich sehr gerne. Ich erinnere sie halt an ihren Sohn, der verstorben ist. Und die machen sich immer ganz toll, ganz schön. Die machen mir Fotobände. Ich war schon zweimal dort, so, habe dort gelesen bei deren Veranstaltung, einmal im Jahr im Sommer und bei der Gelegenheit. Und die waren fünfmal oder sechsmal bei meiner Show. Aha. Und jedes Mal kriege ich ein schönes Geschenk. Super. So mit Kalender. Ich hab noch Das viel sind ja mehr. geile Fans. Ich habe noch viel mehr, wie gesagt, aber ich habe noch nicht richtig ausgeräumt. Das ist von einem Fotograf, Leonard Müller, hat den coolen Schnappschuss da gemacht. Das da drüber, das Sick und das Sick, das sind Fansachen auch schon, also die ich direkt in der Hand hatte und auch aufgehängt habe. Und das Da steht hier, bestimmt hinten was dran, oder? ich glaube ja. Ah, zu Weihnachten. Merry Xmas and a Happy New Year 2020, Duisburg, 22.12.19. Das sind die Shows, wo du letztes Jahr auf Tour warst und dann kommen die so Autogramm abholen Genau. und geben dir so Geschenke. Area Tattoo, genau. Der hat das gezeichnet. Und seine Frau hat das gestickt, genau. Das war auch ein Pärchen. Die gehörten auch zusammen. Er hat mir das Schild gemalt als Tätowierer. Und sie hat mir das gebastelt. Cool. So, das sind auch keine Ahnung, das hat da auch eine Symbolik. Ja, ich glaube, ich habe noch eine Beschreibung dazu. Und das hier ist mein Charakter, der, ich weiß jetzt gerade, Entschuldigung, nicht von wem er gezeichnet wurde, aber er ist für das Buch Toxisch. Rainer, ich habe jetzt auch den Nachnamen gerade nicht im Kopf. Rainer, der das Buch Toxisch, der hat mehrere, der Heavy Metal Coach. Kann ich. Das war aber nicht das Buch für dich, sondern das hat ein anderer geschrieben. Genau, ich habe ein Vorwort geschrieben. Aha, okay. Der Richter Andreas Müller hat ein Vorwort geschrieben. Und Dr. Marc Benecke, der Gerichtsmediziner, also der Blutspurenanalyst, so, der durch die ganzen Mörderdokus turnt als Spezialist, so, der hat auch ein Vorwort geschrieben. Halt ein wissenschaftliches. Der Richter hat eins geschrieben aus der Rechtsperspektive. Und ich habe ein Vorwort zu toxisch geschrieben aus der Sicht eines Users. Aha, okay. So, und ja, ich glaube, es ist cool, drei Vorworte aus drei verschiedenen Perspektiven, die auf die gleiche Sache gucken, ist schon ziemlich geil. Sick. Moin nochmal. Moin. Du hast ja eine neue Show gestartet auf deinem YouTube-Kanal, habe ich gesehen. Better Call Sick. Better Call Sick, ja. Und, wie läuft's? Macht dir Spaß? Macht mir Riesenspaß. Better Call Sick ist halt ein Format, das fühlt sich so ein bisschen nach Domian an, Domian 2.0, würde ich sagen. Also dieser Vergleich kommt ganz oft. Ich finde ihn ein bisschen unangenehm, aber egal. Domian, was ist das genau? Domian macht so Seelsorgetelefon, würde ich das jetzt mal beschreiben. Ich habe schon ewig nicht mehr Mich hat das gehört. erinnert an diesen Dings von Breaking Bad, diesen Anwalt. Ernsthaft? Kennst du Breaking Bad, Ja, die klar. Serie? Da gab es ja diesen Anwalt. Ja, Saul. Und Better Call Saul. ja, genau. Genau. Und daran erinnert Ja, mich das. der Titel, der kommt von da, Der weil das ist so ein Titel, gängiges Ding so und ja. Better Call Sick ist eigentlich Passt auch, richtig perfekt, finde ich. ja, wir waren auch, als die Nummer raus war, einer meiner Jungs hat die rausgehauen, der Lego-Minister vom Rough Cut Shop, so, ich glaube, sein Einfall war, dass er sagte, Better Call Sick, ist doch cool als Ja, Titel. Ja, richtig haben wir cool. auch so dann genommen, aber die ersten zwei Runden hatte das Format, war das einfach nur Sick Live im Telefonchat oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es genannt hatten. Und die ging 4 Stunden. Und ich hatte echt schwere Gespräche am Telefon, weil dann wirklich auch Menschen anrufen, die sich irgendwie durch meine Geschichte mit mir verbunden fühlen. Sie wissen, okay, der redet da offen drüber.
wenn du nicht sagst am Telefon, wer du bist und wo du wohnst, weiß keiner, wer da am Telefon ist. Also kannst du ganz frei und offen sprechen mit mir. Und dann höre ich mir an, was derjenige zu erzählen hat. Und ja, reagiere dann darauf. Also unterhalte mich mit ihm und versuche da irgendwie an den Punkt zu kommen, wo er halbwegs zufrieden oder wenigstens ein bisschen mehr zufrieden aus dem Gespräch rausgeht, als er reingekommen ist. Weil im Normalfall hat es halt was oft mit ja, schweren Gefühlen zu tun. Also Emotionen, die drücken, also Depression halt in Die diese wollen auch oft einen Richtung. Ratschlag von dir haben, ne? Ja, ein Merkt man. Ratschlag oder so. Aber das war halt die ersten zwei Sendungen, war das so ein bisschen für mich. Da hatte ich dran zu kauen, so, weil immer wenn ich aufgelegt hatte, hatte ich ein schlechtes Gewissen. So, weißt du, jetzt lasse ich den da zurück mit seinen Problemen und ja, hab Programm gehabt, so, weißt du? So habe mich ein bisschen dafür geschämt und irgendwie war ich traurig, dass ich dann nicht weiterhelfen konnte dann jetzt so, ne? Weil da waren auch echt Leute bei, so, also wo das direkt eine Verbindung war irgendwie, einfach weil das so offen, das Gespräch gelaufen ist, ne? Wir haben dann 2 oder 3 Wochen ganz hart auch recherchiert und versucht und gemacht und versucht, ein Gerüst hinzustellen, also ein Auffanggitter unter dieser Sendung, wenn ich auflege, mein Telefonpartner oder Partnerin eben noch nicht auflegen muss, sondern bei einem Psychologen oder bei jemandem, der ihm helfen kann, landet. So, weißt du, so wie so ein Verteilernetz. Ja. So, okay, kommt bei mir an. Wo bringe ich den jetzt am besten unter? Da. Dranbleiben. Sprich da Super. weiter. Das hat aber leider nicht so funktioniert, weil das ist unglaublich schwierig, so eine Struktur, die dann auch direkt greift, alle den Sinn Ja, und darin sofort sehen rangeht auf die andere Leitung, und ne? genau, so 24-7, so, weißt du. Ja. Das war so nicht Aber du machbar. kannst eine Telefonnummer mitgeben, zum Beispiel, falls der was braucht. Ja, also wir hatten dann hier so so eine Berliner Hotline drin und wir haben dann, glaube ich, auch eingeblendet so von so karitativen Veranstaltungen, also so Verteilernetzen in einem Bundesland, was weiß ich. Da gibt es die Zentrale in Niedersachsen, ist dann in Hannover, Frankfurt und so. Aber wie gesagt, das hat nicht so super geklappt. Und dann haben wir lange drüber nachgedacht, wie wir das jetzt machen, ob wir das überhaupt weitermachen. Und haben dann das Format erstmal auf die Hälfte gekürzt, auf 2 Stunden, weil das ist nämlich schon mehr als genug eigentlich auch. Du kannst reinkommen. Achso, okay. Ist egal. Sorry. Den Popschutz und einmal das Kabel bitte. Vielen Dank, Popschutz, Popschutz, Popschutz. Habe ich auch irgendwo, wo habe ich den denn? Hier. Ja, da muss ich kurz überlegen, ist alles noch neu aufgeteilt. Ja, wo wäre ich stehen geblieben? Also wir hatten lange drüber nachgedacht, wie das laufen könnte und haben dann die Sendung verkürzt und sind dann alle zu dem Entschluss gekommen oder zu der logischen Schlussfolgerung gekommen. Hessig, du bist kein Psychologe und du bist auch kein Sozialarbeiter, du bist kein Seelsorger und ich bin auch nicht die Caritas und sowas, weißt du? Ich berichte immer nur aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung. Und das ist alles auch, und das betone ich jetzt halt fast in jeder Sendung auch immer wieder, Ja. hey Leute, erwartet keine Wunder von mir, wir können nur ein Gespräch führen, ein offenes und ehrliches, weil die Leute sich bei mir trauen, also durch meine Vorgeschichte und dass ich sie erzählt habe. Und dann spielen wir den Ball so lange hin und her und ich kann jetzt mittlerweile auf 8 Jahre, 9 Jahre knapp Clean-Erfahrungen zurück, die sich ständig auch weiterentwickelt hat, wo ich mich weiterentwickelt habe, wo ich weiß, wie es funktioniert. Also für mich ganz persönlich. Und das würde ich halt dann auch gerne weitergeben. Weil oft sind die meisten, die bei mir anrufen, haben irgendwas mit Suchtstoffen zu tun. Also sind Dauerkonsumenten von irgendwas. Viel Pep dabei, also und Crystal und all sowas halt, ne? Ich habe das mitbekommen. Du sagst den Leuten, ich bin kein Fachpsychologe, aber das und das würde ich mal empfehlen oder sowas. Ne? Genau, also ich gebe dann die Tipps, die ich selbst Aber 15 das, Jahre du ignoriert kannst es habe. ja sehr gut empfehlen, weil du das ja alles durcherlebt hast. Ne? Genau, und vor allem die Tipps, die ich heute gebe, habe ich auch gekriegt und habe sie 15 Jahre lang ignoriert und habe gesagt, was für ein Quatsch, Junge, laber ich mich nicht mit so einem Scheiß voll, funktioniert doch gar nicht.
weißt du, zuerst mal auch das darüber reden und dies und das, das verarbeiten und dann, ja, zu kommunizieren halt, ne? Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende und Wichtige. Du hast da bestimmt schon, ich weiß nicht, über 50 Gespräche gehabt, ne, würde ich mal sagen, mit allen oder noch mehr. Gespräche? Ja, also jede Menge hast du. Also schon, ja, oder? Nee, wir haben jetzt 6 oder 7 Sendungen gemacht. Aber fünf, glaube ich, in der Kurzvariante, 2 Stunden, die waren alle super. Nee, ich meine, da rufen ja jede Menge, alle paar Minuten Menschen an. Nein, wir rufen die Leute zurück. Also man kann uns anschreiben, die ganze Woche über auch. Eine DM an Schorestein Papier. Okay. Da kannst du deinen Themenvorschlag, musst du auch nicht sagen, wer du bist, Themenvorschlag und deine Telefonnummer reinmachen. Aha. Und wenn du ein cooles Thema hast, dann sagt dir meine Redaktion dann vorher Bescheid. Also kontaktiert dich und sagt dir, achte mal zwischen 7:30 und 8 auf dein Telefon. Wir rufen dich nämlich an, wenn du Lust hast. So, und dann funktioniert das so. Einfach, wir haben keine offene Nummer, wo Leute anrufen können. Das würde nicht funktionieren. Was war die krasseste Story bei Better Celtic? Ja, auch 17 Jahre alt, kurz vor Obdachlos, schon 3 Jahre auf PEP unterwegs. So, erste Knast steht an und ja, findet es leider immer noch geil. Sowas. Manisch-depressives Mädchen hatte ich letztens in der Leitung, hochintelligent. So, aber hat so entwickelt ihre Ängste immer stärker, ist jetzt aber auch, also hat sich eine Zeit lang nach oben gebauscht. Und das war eine Anruferin, so, mit der wir gesprochen haben, was halt auch cool ist, die auch beide Seiten berichten kann. Also die nicht in ihrem Loch hängt, sondern die danach auch schon mal rausgekommen ist und jetzt so einen kleinen Lochrückfall hat, so, aber eigentlich weiß, wie es geht und mich im Grunde dann zum Teil bestätigt hat oder eben auch noch selbst noch Tipps dazugegeben hat. Also sowas, also wir lernen voneinander so bei dieser Sendung. Also wenn ich irgendwie auf eine Frage keine Antwort habe, bin ich die Community mit ein. Ey, helft uns doch mal. Habt ihr irgendeine Ahnung, was kann er jetzt machen oder sie oder weißt du? Und ich bin halt auch neugierig genug an der Stelle, vermutlich in die richtige Richtung die Fragen zu stellen. Nicht immer und hundertprozentig, aber ich glaube, ich habe dann mittlerweile in den letzten Jahren ich will nicht sagen Routine, aber irgendwie doch eine Routine entwickelt. So. Ja. Also, bestimmte Fragen tauchen halt immer dann wieder auf. So. Vor allem, wenn Verhaltensweisen ziemlich ähnlich sind, den meinigen. Also, wenn der Anrufer ziemlich ähnlich war oder ist, wie ich war, dann kann ich, glaube ich, ziemlich gut helfen. Und dann liegt es halt auch dann wieder an jedem selbst. Ja. Der gute Tipp, wie gesagt, ich habe ihn 15 Jahre ignoriert, bevor ich dann gedacht habe, okay, jetzt probierst du den Scheiß einfach mal. Ja, und dann hat es tatsächlich, war das, was funktioniert hat. Was war der gute Tipp nochmal? Der erste gute Tipp, den ich gekriegt habe, rede darüber. Sprich, mach dein Maul auf. Mhm. Aber wenn das nur hier in deinem Kopf passiert, dann wird es dich weiter belasten. Dann wird das auch immer da bleiben und keiner wird dich verstehen. Weil das nur hier drin ist, du musst das kommunizieren. Und wenn du es kommuniziert hast, fühlt sich das auch gleich viel leichter an. Es ist einmal Luft holen. So, und dann kann man weitermachen und dann nicht aufhören mit dem Kommunizieren, ist halt wichtig dann, ne? So, dass du nach der Frage und wenn das sich dann halbwegs cool anfühlt, wenn das raus ist und irgendwie Kommunikation da war, dann kommt ganz bestimmt die nächste. Und dann wieder die nächste und die nächste und es hört einfach nicht auf im Leben. Und das ist halt auch ein. Gerade am Anfang, wenn du aus der Drogen- oder aus einer depressiven Phase kommst, ist das unglaublich anstrengend, wieder auch so einen ganz normalen Alltag auch zu führen. So. Hat jetzt auch Jahre bei mir gedauert. Ne? Und das sind so Dinge, die ich halt auch ständig hinterfrage, ob ich da hier, kann ich da mehr leisten? Ist es dann gesund auch für mich, wenn ich noch mehr leiste und so weiter? Also ich kontrolliere alle Punkte in meinem Leben. Sick, mir ist gerade was eingefallen. Und zwar folgendes. Mich hat vor 3 Tagen jemand angeschrieben, ein Kommentar unter einem Video. Und dann hat er geschrieben, er hat mir geschrieben, hi, ich bin 13 Jahre alt. Ich könnte dir leider genau das Gleiche über meinen Vater erzählen, was ich gerade bei dir hier auf dem Video gesehen habe, so nach dem Motto. Ne? Der ist gerade aus dem Knast rausgekommen und es geht wieder alles von vorne los. Und kannst du uns bitte helfen? Ja. Und da dachte ich, Mann, der hier, der
Der Kid leidet irgendwie, ne? Der Vater ist zurück, aber immer noch nicht irgendwie wirklich da für den. Nee, guck mal, was bringt ich, nur Ärger mit aus dem Knast. Guck mal, was ich in den geschrieben habe. Ich habe geschrieben, ich kann versuchen, dir zu helfen. Du musst mir auch etwas helfen. Punkt 1, du zeigst deinem Vater diesen YouTube-Kanal und worüber es hier geht. Punkt 2, du umarmst deinen Daddy, sagst ihm, dass du ihn sehr liebst, dass du und deine Mutter, dass ihr wollt, dass er wieder bei euch ist und clean bei euch ist und gesund bei euch ist und sich nicht vergiftet. Und du sagst, dass du mich angeschrieben hast, diesen Kanal angeschrieben hast und ich hätte mich zurückgemeldet. Ich könnte, das Einzige, was ich organisieren könnte, zum Beispiel, dass sein Vater mit jemandem darüber spricht vielleicht, ja, kurz, und dass ich den eventuell zu in bestimmte Klinik hinfahre. Ne? Ja, was soll ich sonst machen? Was denkst du? Wie kann man da helfen? Kannst du mir einen Ratschlag geben und gleichzeitig auch den Jungen, der sich gemeldet hat bei mir? Ja, ist schon eine schwere Nummer, so. Aber die erste. Ah, und Entschuldigung, ich habe ihm noch geschrieben, beachte bitte, 99% liegt das an deinem Vater. Wir sind nur dieser 1%, nur dieser, ja, Anschubser. Ja, genau. Er kann nur der Grund sein, im Grunde. Also, wenn er seinen Jungen liebt, allein die Nummer, so, da, wenn er ihn in den Arm kannst nimmt. Kannst du vielleicht kurz diesen Vater jetzt ansprechen? Vielleicht zeigt er sogar das Video an seinen Vater, genau. Ja, ey, man reißt sich einfach zusammen, dein Junge liebt dich und er will dich bei sich haben und das am besten gesund und bei vollem Bewusstsein und reißt dich einfach zusammen und zieh durch. Kliniken sind meistens nicht weit oder auch, ich weiß nicht, was genau dein Problem ist, Alkohol, harter Heroin. Stoff, Heroin, ich schätze genau, Heroin. Opiate wie ich. Ey, sei einfach da für dein Kind und reiß dich zusammen. Und es knapp, guckt mich an, Alter, ich war fast 30 Jahre unterwegs so, und fast 10 Jahre im Bau gesessen. Willst du nicht dreimal, viermal noch im Bau sitzen und dein Junge immer wieder wartet auf dich und irgendwann wartet er nicht mehr auf dich und deine Frau wartet irgendwann auch nicht mehr auf dich. Niemand wird mehr auf dich warten irgendwann. Deswegen, wenn du jetzt nicht anhältst, ist es vielleicht zu spät. Und denk an deinen Jungen. Ich glaube, das sollte die größte Motivation für dich sein. Das war auch meine Motivation, mein Kind. Und das hat für mich war es das. Und nicht einfach nur versuchen auszuhalten, das, was dann auf dich zukommt, sondern setz dich aktiv damit auseinander. Hinterfrag dich selbst und deine Verhaltensweisen und all das und beginn direkt bei Tag 1, wenn du nüchtern bist damit. Und nicht jetzt, ich habe dir einen guten Tipp gegeben, glaube ich. Mach's einfach. Zieh durch. Danke. Wie gesagt, das mit Klinik kann er mich immer noch anschreiben, dann kann ich dir noch. Ja, Alex hilft dir, ne? Ja, falls Alex also hilft mit dir, Transportmittel oder sonstiges irgendwo hinbringen. Aber wichtig aus dieses, dass das ankommt, die Message bei allen, ja, weißt du? Und nochmal ganz kurz, ey, großen Respekt an deinen Jungen, an den Kleinen für seinen Mut, den Alex anzuschreiben und ihm zu schildern, was zu Hause nicht ganz richtig läuft. Da hat er sich echt was getraut, finde ich super. Der Junge weiß, vielleicht ist es auch ein Mädchen, ich weiß nicht genau. Der Junge oder das Mädchen, ja, das Kind weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert. Kommunizieren, du musst sprechen. Sprich einfach über deine Sachen. Egal wie schwer es dir fällt, es ist nur ein Gefühl. Und wenn du deine Familie liebst, musst du da drüber stehen und dann schaffst du das auch. Das kriegst du hin. Danke. Dafür nicht, sehr gerne. Wenn es hilft, wäre es nur noch mal besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Bekommst du viel Feedback so von den Leuten? Hey, Sig, danke, deine hier Motivation, habe ich irgendwie deine Energie. Ich war bei dir auf der Show, das war so gut. Also bei mir hat jemand auch Kommentare geschrieben, ich war auf Sig Show, das war so die Bombe, danke Sig und so. Haben die bei unter den Interviews mit uns beiden darunter, ja, geschrieben. Ja. Also tatsächlich, ja, es ist ziemlich, ziemlich viel und recht regelmäßig auch geworden. Halt auch durch das Buch und so. Also ich kriege immer wieder, also egal wie ich meine Geschichte transportiere, ob als YouTube-Serie, als Buch auf der Bühne, von allen Richtungen ist genau das, kommt ganz oft, du bist Motivation gewesen für mich. Also ich habe Leute, die über 30 Jahre an der Nadel hingen und davon habe ich 5 Stück oder so, die alle länger drauf waren auf einer Nadel als ich. Und also ich war ja auch nur kurze Zeit auf der Nadel, aber die waren halt ganze Karriere von Anfang an Heroin schießen. So, und da habe ich 5 Mann von, die jetzt clean sind wegen mir. Und immer noch, die seitdem dauerhaft. Die sich jetzt erstmal melden bei dir und so, ne? Ja, aber die mich angeschrieben haben, ja, und so. Super. Und immer mal so Rückmeldungen geben, ey, ich, ja, wollte sagen, guckst du, ich bin immer noch clean. Ja, cool. Und so richtig gut. Ja.
Der eine, so fing das an, so habe ich das mitgekriegt, weil der eine davon, der war 10 Tage clean, nach über 30 Jahren, also so 31 Jahre unterwegs. Und war dann die ersten 10 Tage in diesen 31 Jahren, die er nichts genommen hat. Und so kam der bei mir auf die Show. Und jeder, der lange heroinabhängig war, weiß, oder auch jeder Normale kann sich vorstellen, wenn du so lange an Heroin gehangen hast und hochdosiert bist, dir geht es richtig dreckig. Und nach 10 Tagen bist du noch nicht gesund. Und er hat nach 10 Tagen, dem ist so die Rotze gelaufen, er hat so gezittert, saß ganz vorne bei der Show. Aber er wollte sich unbedingt die Show geben. Und hat es danach auch noch geblieben, bis zum Ende Autogrammstunde, nur um noch mal ganz kurz mit mir zu quatschen. Und er ist auch immer noch clean, voll gut. Richtig, das ist so, das motiviert mich. Oder wenn mich Eltern anschreiben, hey, super, habe ich jetzt auch ganz, vor 2 Tagen habe ich es gelesen, schrieb mich eine Mutter an, so, sie wollte irgendwas wissen auch. Und schrieb dann aber auch so, hey, und danke nochmal an Sig irgendwie. Also er hat an die Redaktion geschrieben, auch viel, ganz vielen lieben Dank an Sig. Aufgrund seiner YouTube-Videos habe ich die tollsten Gespräche mit meinem Sohn geführt, die wir jemals geführt haben. So einfach, weil, ja, genau das sollte es auch erzeugen. Fangt an zu sprechen, Leute. So, und dann klären sich viele Sachen ziemlich schnell, ziemlich einfach, ohne Negativgefühl. Man muss sich dann einfach nur rantrauen und machen. So. Dir werden auch ja bestimmt viele Fragen im Saal gestellt, ne, wenn du auftrittst. Ja, wir haben ganz gezielt bei den anderen Shows Frage- und Antwortrunden dabei gehabt. Wollen wir dieses Mal auch einplanen, eventuell als Highlight ganz zum Schluss, aber dann halt über Technik, WhatsApp live. Das ist ja diesen Donnerstag, wo du auftrittst, ne? Ja, gestern in einer Woche, also in 6 Kann man Tagen. noch Tickets bestellen? Weil letztes Es Mal war ja gibt. ausverkauft in Hannover, Ja, die glaube ich. Shows sonst waren alle ausverkauft. Dieses Mal gibt es aber auch, ist ein riesen Parkplatz da in dem Autokino, gibt es mehr Tickets als sonst Ach eigentlich so, bei also, meiner Show. okay. Aber es gibt definitiv noch genügend Tickets. Gibt es bei Eventim.de oder was wolltest du jetzt wissen? Nee, ich wollte nur fragen, ob man da noch also gut rankommt mit den Ja, Tickets. natürlich, Weil einfach. irgendjemand hat nämlich in Instagram angeschrieben, hi, weißt du, wo man die Tickets von Sick holt? Dann habe ich dann weitergeleitet, hier Eventim, dann er so, nee, das geht irgendwie nicht. Dann habe ich selber ausgetestet und ging tatsächlich nicht. Ja, okay, Eventim Hannover war das. kann sein, mal rumspringen. Genau. Das Autokultur Hannover auf dem Schützenplatz, mitten in Hannover auch. Riesige Location, 5 Leinwände, hatte ich ja eben schon kurz. 5 Leinwände haben wir da auf jeden Fall. Und es wird eine ganz neue Nummer. Wie gesagt, ich arbeite jetzt seit ein paar Tagen mit meinen Jungs an dem neuen Programm. Aber da sitzt man ja im Auto dann drin selber, Ja, ne? die Leute sitzen Und im dann? Auto, sie kriegen eine Radiofrequenz Aha. von dem Veranstalter und dann hören die Leute über ihre Boxen im Auto. Also wenn du kommst, du hast einen riesen Jeep und eine Bombenanlage drin, Ach Alter, so, kannst du ja. richtig, richtig das Kino dann. Du hast Ja. richtigen Kinosound 5.0, also mit Sound von hinten, von vorne, von der Seite. So, und Jetzt alle, wie im die Kino. Kackboxen haben, denken, oh, jetzt kann ich nicht zur Show Ja, dann fahren. leiht euch schnell ein Auto mit einer guten Anlage, so auf jeden Fall. Oder für nächsten Donnerstag, oder holt euch einen geilen Leihwagen für den Abend oder so. Aber ja, das, also wie gesagt, für uns vollkommen neu. Ist der Abstand zum Publikum ist halt auch groß. Ich sehe Du siehst eigentlich ja nur die trotz, Scheinwerfer, oder im wie? Grunde, ja, Dürfen die Scheinwerfer überhaupt anmachen? Du bist ja voll geblendet dann. nee, bin ich nicht. Auf der Bühne, die ist auch Ah etwas ja, stimmt, die ist ja höher. erhöht und ich werde abgefilmt. Vermutlich so. Und es gibt riesige Leinwände. Also das ist schon auch Aber du Kino sitzt für. dann da auch irgendwo, ne? Ja, ich bin die ganze Zeit auf der Bühne. Das ist schon Kinovergnügen. Auf jeden Fall. Definitiv. Und die Show, die wir planen, wird Bombe. Also ich habe großen Spaß. Ich stehe auf und bin direkt im Film wieder modeln und machen und tun. Sonntag will ich und mit den Jungs die Generalprobe durchziehen für das neue Programm, um dann eventuell Montag, Dienstag noch ein bisschen auszubessern hier und da. Weißt du, es sind ja immer so Eventualitäten, wenn du so ein Riesenprojekt hast. Und dann werden wir 1,5, 2 Stunden richtig ballern in Hannover. Habe ich richtig Bock drauf. Sig, ich wollte dich noch fragen, und zwar, die sind vielleicht etwas wieder wild durcheinander, so, ne? Aber ich frage dich einfach Frag so: einfach. Einfach Wie munter geht's drauf los. jetzt aktuell deinem geistigen Zustand? Ich glaube, ich war noch nie so klar in meinem Leben wie jetzt gerade so. Wie gesagt, ich gehe sehr bewusst mit meinem Leben inzwischen um und überdenke Entscheidungen sehr genau. Aber ich denke sie auch nicht mehr kaputt, so wie früher, und leide dann darunter, weil ich nicht zum Schluss komme, weißt du? So, aber ja, ich denke, ich bin so fit wie nie.
Denkst du, Sucht ist eine Krankheit? Weil wenn ich Leute befrage, die Drogenabhängigen, die sagen, also die Hälfte sagt nein, die Hälfte sagt ja oder so ungefähr jetzt. Ne? Die Hälfte, die nein sagt, hat keine Ahnung anscheinend, von was sie, an was sie erkrankt ist. Sucht ist eine Lebensdiagnose und eine Diagnose ist immer gleichzusetzen mit krank, oder? Finde ich auch. Ja. Weil da finden ja auch bestimmte chemische Prozesse im Gehirn statt, was dann dein Leben ruinieren, Genau, und es ist auch eine anerkannte Krankheit. Alkoholsucht, Drogensucht, das sind anerkannte Krankheiten. Klar denkt der Otto-Normalbürger oft, der ist doch selber schuld, aber dass das oft so ein innerer Anlass ist, ein Gefühl, das man nicht ertragen kann und deswegen zu Substanzen greift, damit man sich besser fühlt, das ist eine Sucht. Und ich glaube, diese Sucht entsteht daraus, also über Generationen hinweg so, weil wir nicht miteinander reden, Alex. Wenn wir das unseren Kindern schon wirklich erzählen würden und dann vielleicht auch diese ganz normalen Ausflüge tolerieren würden, die Jugendliche machen, weißt du, so, aber immer mit im offenen Gespräch. Ich wette, wenn das ganz normales Gesprächsthema wäre, Drogenkonsum, schon ab jugendlichem Alter. Meinst du so in der Schule? Ja, auch zu Hause, wenn man zu Hause drüber, wenn der Vater dem Sohn erklärt, ey, sauf lieber nicht so viel Cognac, weil sonst geht es dir richtig schlecht, ab dieser Menge, so, weißt du, eigentlich der Vater könnte aus Erfahrung sprechen, ja. Aber er schimpft nur. Nee, wenn der Junge gesoffen hat, anstatt mit ihm vorher darüber zu reden, hey, wir können auch mal zusammen probieren vielleicht, wenn du das richtige Alter hast oder so. Oder wenn du das mit deinen Freunden machst, weißt du, so kann doch der Vater sprechen. Wenn du mal mit deinen Freunden eintrinken willst, Junge, übertreib's nicht, das Zeug ist der Teufel. Wenn du schon was trinken willst, dann bleib vielleicht dabei. Ist kein guter Tipp, aber doch es doch. Ich weiß, was du meinst. Weißt du, das ist ein guter und ein schlechter Tipp gleichzeitig. Man ist in so einem Zwiespalt. Es wird so eine Alternative gegeben halt. Ja, weil man will ja seinem Kind auch nichts Negatives. Aber wenn man die Tendenz doch bei seinem Kind sieht, dass er ist schon so, weißt du, mein Junge ist schon so, der geht so auf dem Heimlich mit seinen, der probiert das hundertprozentig aus. Ja. Auch Rauchen und dies und das. Weißt du, wenn du dein Kind kennst, oder auch Mädchen, ne, ist gar keine Frage. Wenn du dein Kind kennst, dann schimpf doch nicht einfach nur, wenn sie es gemacht haben und wenn du es doch schon befürchtet hast, sondern sobald du es befürchtest, dieses Gefühl der Furcht da ist, dass dem Kind das passiert, dann sprich offen mit ihm und kommuniziere, erzähl deine eigenen Erfahrungen. Guck mal, ey, ich habe es auch gemacht und dann bin ich voll abgekackt, Junge. Habe ich 3 Tage in meiner Scheiße gelegen und in meiner Kotze gelegen, weil ich mit einer 1,5 Liter Flasche Korn leider nicht umgehen konnte mit 17, weißt du? So, und völlig desolat weg war dann. Mein Daddy hat mir früher auch immer erzählt, wo ich angefangen habe, dann Diskotheken zu fahren und so, ne? Hier, nimm aber hier keine Heroin oder sonstige Sachen, diese Drogen, das ist, in Diskotheken wird alles gegeben, in welche Tabletten, probier nichts, das ist richtige Scheiße. Wenn du da dein Bier trinkst, dann trink doch dein Bier oder sowas, ne? Aber jetzt nichts Hartes und so, hat er mir voll oft gesagt. Ja, guck mal, dein Vater konnte vermutlich nicht aus der Erfahrung sprechen, nimm kein Heroin, weil, so, weißt du, dein Vater das kennt nicht. Das, er weiß nur, das ist nicht gut, aber ihr habt darüber kommuniziert und für dich war das auch so vollkommen okay. Du warst nicht so neugierig, dass du es dann trotzdem groß ausprobiert hast, nehme ich an, oder? Gar nicht. Super. Siehst du, hat das ja schon gereicht. So, manchmal reichen wenige Wortwechsel, um so einer großen Gefahr auch bewusst zu werden und dann ihr aus dem Weg gehen zu können oder weggehen zu können, wenn sie vor einem steht. So, du wirst ja dann nicht gezwungen, was zu nehmen. Ist ja dann letztendlich immer noch deine Entscheidung, das zu kaufen und dann zu konsumieren. So, ne? Von daher. Aber ein Gespräch vorher, du hast deinen Vater im Kopf, die Droge steht vor dir und du hast direkt deinen Vater im Kopf. Nimm das nicht, Junge, das ist alles Scheiße. Und dann guckst du das auch schon so an, weißt du? Und bist damals so, habe ich immer gesagt, wieso erzählt ihr mir das ganze Zeit voll auf, weißt du? Ja, weil er sicher gehen wollte, dass du verstehst. Jetzt weiß ich ja, würde ich genauso machen, ne? Wenn ich da irgendwie meinen Sohn zu Disco fahre oder sonstiges, allgemein einfach so mal erzählen. Ne? Ja, klar. Der eine peilt das noch nicht, warum erzählt ihr mir das in diesem Moment? Aber weil er lebt ja etwas länger, er weiß, was abgehen kann. Und dann hat er gesagt, ja hier, der und der oder der und der, da gibt es so ein paar Leute gewesen, über die man jetzt Beispiele nennen konnte und deswegen. Ja, ist so, ich denke, dass die offene Kommunikation ist das, was immer so mit Beispiel kam, ja, weißt du, was passieren kann, wenn du so und so, weißt du, guck mal dahin, guck mal, wenn du dahin gehst, läuft das so und so, wenn du dahin gehst, läuft das so und so. Also tatsächlich, ich brauche es meiner Tochter nicht mehr zu erzählen, sie kennt meine Videos mittlerweile, sie hat sich jetzt irgendwann in den letzten 2 Jahren auch mal angeguckt, so.
Aber sie wusste das auch schon, ne? So zum Teil so mit den Kiffen und dies und das. So ab dem richtigen Alter habe ich angefangen, ab die 13, 12, 13 Jahre habe ich angefangen, auch mit ihr darüber zu sprechen, dass das ein Problem für mich ist. So, und dass ich immer noch habe und habe mich halt auch bei ihr entschuldigt dafür und so, ne? Aber ich habe das mit ihr kommuniziert. Ich habe geweint dabei, weil das tut weh. Weißt du, das einzugestehen vor deinem eigenen Kind, dass du das immer noch brauchst vielleicht oder auch deine noch schlimmere Erfahrung eigentlich hinter dich gebracht hast, so. Ja, und sie hat mich dann getröstet, sagt, oh, Papa, ist doch nicht so schlimm, komm her. Weißt du, nimmt mich in den Arm und dann ist und du warst wieder ein Stückchen stärker. Und ich war wieder ein Stückchen stärker und sie war ein Stückchen schlauer. So, und hat ein Gefühl dafür bekommen, wie schwer, was das für ein großes Thema ist auch. So, Drogen, wenn sie dich haben, ist das eine lebensbestimmende Sache. So, du kommst da fast nicht, also die wenigsten kommen raus. Ich habe großes Glück mit dem ganzen Projekt und all den Leuten, die ich habe und so, und das weiß ich sehr zu schätzen. So, und deswegen will ich das auch nicht verkacken hier und weißt du, und arbeite konstant an mir weiter. Und das ist, glaube ich, was man tatsächlich auch machen muss, wenn man aus einem Suchtleben in ein normales Leben zurück möchte. Die Arbeit hört dann nicht auf. Ich glaube, das schreckt auch viele ab. Hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, in was für Arbeit das wird, hätte ich direkt gesagt, nee, lass mal, Alter, gib mal her das Blech. Das ist viel einfacher. Das geht so viel einfacher. Fühlt sich zwar irgendwann auch nicht mehr gut an, aber es ist draufgeschissen. Weißt du, genug Drogen, dann draufgeschissen. So, aber das wollte ich halt nicht mehr.